Eine zweistöckige Torte mit Tortenstützen stapeln. Beide Torten habe ich mit einer dünnen Schicht Buttercreme semi-naked eingestrichen und für mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank gestellt. In die untere Torte habe ich 5 Tortenstützen aus Kunststoff gedrückt und in die obere Torte einen Bambusstab. Mit Hilfe meines Tortenrings markiere ich mir die untere Torte 2 cm kleiner als die obere und drücke ihn vorsichtig mittig auf die untere Torte. Den Stab habe ich vorher mit einem Spitzer angespitzt, damit ich ihn gleich gut durch das Cakebutt der unteren Torte drücken kann. Auf die untere Torte gebe ich ein bisschen Buttercreme als Kleber und hebe die obere Torte vorsichtig mit einer stabilen Kuchenschaufel rüber. Den Bambusstab schlage ich nun vorsichtig mit einem Hammer bis unten durch. Achtet darauf, dass ihr nicht gegen die Kunststoffstützen der unteren Torte hämmert. Jetzt werden die Löcher obendrauf sowie der Übergang von den beiden Torten mit Buttercreme kaschiert. So stelle ich die Torte noch mal ein paar Minuten in den Kühlschrank und kümmere mich in der Zeit um die Deko und klebe zum Beispiel die Blumen ab.